Und damit herzlich willkommen zurück zu Huntdown. Heute geht's den Troy Lorman an den Kragen und wir schauen natürlich auch wieder, was er schon auf dem Kerbholz hat. Er befindet sich im Kaufhaus. Verbrechen, Mord, Korruption, Bestechung und Randale. Dann wird er wohl mal ein Polizist gewesen sein. Ja, steht er auch direkt drunter. Sehr schön. Als ehemaliger Polizist hatte Troy Lorman geschworen, Recht und Gesetz zu verteidigen. Als neuer Anführer der Hoodlum Dorts kennt er nur noch eines, das Gesetz des Stärkeren. Dann werden wir doch mal schauen, wer von uns beiden hier der Stärkere ist. Ich hoffe natürlich, wir sind das. Sehr schön. Könnte ich das Auto für den Rest des Levels auch noch haben? Da würde ich mich sehr freuen. Ey, schieß doch nicht auf mein Auto. Das ist nur geleased. Das muss ich wieder zurückgeben. Kann ja wohl nicht wahr sein. So, was haben wir denn alles im Kaufhaus? Wir haben Ballers. Wir haben Relive Your Youth Reborn. Tux Deluxe. Ein Barbershop. Girls and Games. Da gucken wir doch nachher auf jeden Fall mal vorbei. Ja, und der Rest ist bloß irgendein Zeug, was uns nichts sagt. Na, komm hoch, mein Guter. Genau, so ist brav. Sehr schön, den haben wir. Oh, was ist mit ihm? Na, glücklicherweise bloß Nahkampf. So viel wie der aushält, stellt euch den mal mit einer AK vor. Ich hoffe, die kommen jetzt nicht öfter. Und sie kommen natürlich öfter, natürlich. Come on. Ich glaube, meine C-Taste ist nach dem Spiel auf jeden Fall kaputt. Das ist die Taste fürs Schießen. Und ich glaube, die wurde noch nie so oft gedrückt wie in den letzten 2 Tagen. So, der kommt nicht raus, oder was? Wir haben leider keine Granaten, wir haben bloß noch die Messer. Warum kommt der nicht raus? Jetzt. Sehr gut. Hier oben noch. Komm runter. Jep. Der andere kommt ja auch noch. Natürlich nicht. Das ging aber noch relativ gut. So, machen wir nach links oder erstmal. Mal, hier kommt ein Gegner. Sagen wir, schauen erstmal kurz hier rein. Ein Flammenwerfer, jawohl. Ich hatte ja schon gehofft, dass wir den in der letzten Folge bekommen. Haben ja den Hinweis gekriegt von dem Polizisten, glaube ich, dass irgendwo einer rumliegt. Aber leider war es nicht der Fall. Vielleicht habe ich ihn auch einfach nur übersehen. Wir hatten ja auch nur 1 von 3 Diebesgut gefunden. Von daher gab es den wahrscheinlich schon. Aber ich habe vergessen danach zu suchen oder ihn einfach nur übersehen. So. Ja, der Flammenwerfer ist an sich ganz geil, aber leider ziemlich kurze Distanz. Ich bin wirklich mehr Freund von Fernkampfwaffen in dem Spiel hier. Gut, das ging noch. Ach, scheiße. Ja, das war gar nicht so schlau. Dann nehmen wir lieber das Automatikgewehr wieder mit. So, ab ins Restaurant zu Reggio's. Gibt's hier gute Pizza? Was wollte die jetzt von mir? Oh, ach du Scheiße. Ey, warum kommt denn jetzt schon diese Motorradfahrer, ohne dass ich mich irgendwo nach oben in Deckung gehen kann? Ah, der fährt nicht so weit, jawohl. Jetzt kriegen wir ihn. Kommt der Beifahrer noch? Nö, Beifahrer ist weg. Das kam wirklich sehr überraschend. Und nochmal so ein Fettsack. Dich kriegen wir auch noch. Jo. So, haben wir auch. Wir haben leider nur noch 2 Leben. Aber ich glaube... Ja, hier drüben liegt was. Eigentlich sagen, ich glaube, einer von da unten wird was fallen lassen, aber... Nun gut, was machen die dort unten? Zeigen sich gegenseitig einen Mittelfinger? Wenn ihr den Molotow noch länger brennen lässt, dann wird er dir selber in der Hand explodieren, nur so als kleiner Tipp. Gut, wir haben Granaten. Können wir eigentlich eine runterwerfen oder wir probieren mal das schöne Brecheisen hier aus. Ich würde sagen, shit, ich wollte gar nicht hier hoch. Och, Menno. Na, dann holen wir uns erstmal das Köfferchen hier und dann gucken wir mal, ob wir die hier mit gekloppt kriegen. Ja, das ging ja. Haben auf jeden Fall auch ordentlich was droppen lassen. Sehr gut, ein Diebesgut. Ich habe das vorher gar nicht gesehen. Ach, das war hinterm Automaten versteckt, alles klar. Nur gut, dass wir hier alle spielsüchtig sind, weil wir zu viel Knossi gucken. Dann finden wir auch die Diebesgüter. So, ach du Scheiße. Oje, oje, oje. Ey, versteck dich doch hinter dem scheiß Auto. Warum macht er das nicht?
Ach, da haben wir ja mal jämmerlich versagt. Scheiße. Ach, Menno, ich dachte, hinter dem Auto bin ich safe, aber irgendwie kommt die Schrotflinte trotzdem durch. Dann hebe ich mir vielleicht mal lieber... Obwohl, ne, da lag ja gleich eine AK, die braucht man dann hier also auch nicht aufheben. Ja, wie soll man das schaffen mit dem Auto? So, hier kam auf jeden Fall die Olle erstmal und dann kam hier noch welche hinter der Bar vorgesprungen. Genau. Und ich höre auch schon wieder die Enduro. Oder nicht? Klang gerade wie so ein quietschender Reifen. Sag ich doch. Keine Chance. Wir wussten ja, dass er kommt. So, nochmal den Fettsack hier wegschießen. Das hat ja schon mal ganz gut geklappt. Mit dem Brecheisen fand ich auch gar nicht so schlecht. Er hatte auf jeden Fall... Das ist Wahnsinn, wie weit er damit schlägt. Also, obwohl das Brecheisen ja relativ kurz ist, macht es doch auf große Distanz Hit. Liebesgut nehmen wir natürlich auch wieder mit. So. Wieso bist denn du jetzt runtergesprungen? Naja, dann komm hier hoch. Wir warten auf dich. Hätten wir uns auch einen Hit gönnen können. Wir haben ja genug Medizin hier rumliegen. So, hier unten gab es jetzt das gute Auto. Hatten wir nicht davor Granaten? Nicht daran vorbeigerannt? Finden wir die noch? Ne, die lagen hier unten, ne? Die hatte irgendein Gegner fallen lassen. Diesmal aber nicht. Das ist natürlich ungünstig. Ich glaube, mit Granaten wäre das um einiges einfacher geworden. Ja, was machen wir jetzt? Das Auto gibt halt irgendwie nicht wirklich Deckung vor der Schrotflinte und hier hochspringen können wir auch nicht. Kriegen wir das Auto schon irgendwie angelockt? Können wir noch nicht hier runterspringen? Ne, ne? Scheint nicht so. Ja, dann können wir es halt nur versuchen, ne? Was wollen wir machen? Die AK und dann... Ach so, ne, dann schieße ich nur aufs Auto, wenn ich geduckt bin. Scheiße. Oh, die Schrotflinte kommt nicht so weit. Komm, schieß, 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 schieß. Ja, wir schaffen das. Ui, war das knapp. Oh, nein, nein. Ey, und nicht meine Medizin droppen lassen, ey, wirklich. Dann gib mir bitte wenigstens einen Checkpoint oder irgendwas. Zum Wunder, dass wir das überhaupt überlebt haben. Ah, ein Checkpoint, jawohl. Das Spiel hat mich erhört. Ich danke euch, liebe Programmierer. Okay. So, dann gehen wir in den nächsten Raum. Ich hoffe nicht, dass hier schon der Endboss kommt. Nö, noch nicht. Oh, wir haben Diebesgut da oben. Ey, wie weit schießen denn die Schrotflinten mittlerweile? Komm her, mein Freund, du rennst mir nicht nochmal weg. Das kannst du völlig abessen. Oh, haut doch nicht mit dem Ding zu. Komm jetzt ran. Scheiße, wie viele Gegner sind denn hier? Los, jawohl. Das war aber ganz schön knapp. Der hätte bloß noch einen Meter laufen müssen. Jawohl, da haben wir Diebesgut 2 von 3 und einen Granatwerfer. Den nehmen wir uns natürlich mit. Ich würde trotzdem nochmal die Waffe wechseln. Ach, Menno. Hä, wo ist er hin? Ist der hochgesprungen? Oh, anscheinend weggerannt, hat Angst bekommen. Kann ich nachvollziehen. So, noch so eine gepanzerte... Aber auch die macht uns keine größeren Mühen. Ey, wie schnell war er denn jetzt? So, wir haben schon wieder nur noch 3 Leben. Molotow-Cocktails, hier nehmen wir natürlich auch gerne mit. Ich würde trotzdem mal den Granatwerfer noch behalten. Ah, Maschinenpistole AK, das ist jetzt echt unfair vom Spiel. Hier so viel Zeug hinzulegen, obwohl ich einmal sage, ich will mir eine Waffe aufheben. So, kriegen wir sein Ding da kaputt geschossen? Ne, kriegen wir nicht. Dann werden wir ihn von oben holen. Komm mal hoch. Ja. Der drunter kommt leider nicht hoch. Naja, dann nehmen wir uns mal kurz die Maschinenpistole, würde ich sagen. Und dann sammle ich wieder den Granatwerfer ein. Ich würde gerne auf eine passende Situation warten, weil der war ja schon relativ stark. Vielleicht kommt ja gleich nochmal so ein großes Auto angefahren, was einen Stress machen will. Oh oh, es wird relativ ruhig und ich höre Raben. Das ist meistens kein gutes Zeichen. Also geht's vielleicht doch schon zum Endgegner. Sieht fast danach aus. Na gut, dass wir den Granatwerfer aufgehoben haben.
Was ist denn das bitte? Oh nö. Sir, this is your final warning. Come out with your hands above your head. Okay. Come quietly now, sir. Komm, gib mir den Granatwerfer und drauf auf den Typen. Ach du Scheiße, was hat der da unten dran? Schießt der auch mit irgendwelchen Granaten? Okay, bis jetzt. Hau ab. Bis jetzt wirft er bloß. Ach ja, ich wusste es doch. Ah, wir können hier in Deckung gehen. Sehr gut. So, ne, die AK brauchen wir noch nicht. Wir haben ja noch den Granatwerfer. Bam. Jawohl, wir haben... Hat nur angetäuscht, oder was? Ach, scheiße. Ah, gut, das ging ja bis jetzt noch. Oh, hier kommen seine Freunde. Verdammt, verpisst euch. Haut ab. Okay, das ging auch noch. Die Medizin hätte ich ganz gerne. Schießt er jetzt wieder Raketen? Na, was ist denn das? Ach doch, du Scheiße, na klar. Junge, Nein, geh weg, komm nicht so nah. Ach du Scheiße. Nochmal. Oh, Reaktion wie ein Tiger. Würden das Sachsen ja sagen. So, los jetzt. Komm raus, dann gibt's mir der AK einen auf den Kopf. So, du täuschst doch sowieso bloß an. Ah, diesmal nicht, na klar. Gut, wir haben noch eine eine Medizinreserve. Komm, hol dein Schild raus, Freundchen. Ah, scheiße, die ist leer. Oh nein, nicht noch Enduro-Fahrer. Tut mir das nicht an. Oh. Okay, die haben wir recht gut. Ach, scheiße, der lebt ja noch. Ich frage mich, wie wir hier gerade keinen Hit bekommen konnten. Ach, na klar, ich habe überhaupt nichts gesehen. Der Enduro-Fahrer war noch am Start. Aber hier liegt zum Glück noch Medizin rum. Komm, los, Attacke. Mach das kaputt, bevor der seine komischen Dinger abschießt. Ja gut, da können wir uns gediegen hier oben hinstellen. Das lief auf jeden Fall gut. So, und jetzt hier volle Bude. Los, wir schaffen's. Hau ab. Nein, das war dumm. Jawohl. Beim ersten Versuch. Ha, ich fasse es nicht. Areal gesäubert. Ah, wir haben wieder ein Diebesgut zu wenig. Verdammt. Würde ich gerne mal wissen, wo das lag. Das habe ich auf jeden Fall nicht gesehen. Ein Tod, ja. Was soll man machen? Das Level war auch relativ schwierig, obwohl ich den Endgegner jetzt gar nicht so schlimm fand. Also war ja relativ absehbar, was er halt macht mit seinen Raketen. War eher schwierig dann, wenn er seine Kollegen geholt hat und die Enduro-Fahrer, die jetzt plötzlich auf kleinsten Raum auftauchen, die gefallen mir auch nicht. Ich denke, mit denen werden wir uns in den nächsten Folgen noch sehr, sehr viel rumärgern. Ich danke wie immer fürs Zusehen. Lasst gerne einen Daumen hoch da oder ein Abo oder beides, würde ich mich auch freuen. Und dann kommt morgen 19 Uhr die nächste Folge. Bis dahin, ciao, ciao.